Ja, halli, hallo, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Destroy All Humans. Ja, wir kümmern uns jetzt um die Televisions of Doom. Ja, die wollen wir jetzt machen. Bin ich sofort dafür. Wutsch. Ich könnte es überspringen, aber es ist einfach so witzig. Fernseher des Grauens. Ja. Ja, ich bin gespannt. Es ist einfach, es ist ein total verrücktes Spiel. Es macht Spaß, es macht echt Spaß. Es ist so No-Brainer. Ist da einfach machen und Blödsinn. So hart scheint die gar nicht zu sein. Der Schein kann trügen. Diese urbanen Menschen sind gerissener, entschlossener. Sehr. Schwerer zu täuschen. Halte die Augen offen und sei auf der Hut. Alrighty then. Moment, nicht hier. Komm mit. Bleib auf dieser Frequenz. Schieß los! Freigabe für Phase 1. Ist unser Mann im Sender? Wartet nur auf das Kommando. Und das Band? Im Aktenkoffer. Schon zurückgespult. Unterschwellige Fernsehbotschaften. Was bringt Majestic als nächstes? Keine Ahnung. Du weißt, was eine rhetorische Frage ist? Kein Schimmer. Na los. Wieder diese Anzugträger. Was ist ein Majestic? Ich bin mir nicht sicher, aber es bringt mich auf eine Idee, Crypto. Warte, ich brauche was zum Schreiben. Wenn unser Plan aufgehen soll, wird einfaches Gedankenlesen nicht ausreichen. Wir müssen die Menschen kontrollieren, damit wir ihre Hirnstämme leichter ernten können. Also quasi mehr Hirnarbeit. Klingt verlockend. Wie stellen wir das an? Ich glaube, deine dunkelgewandeten Freunde haben uns einen Hinweis gegeben. Alrighty then. Bleib an der schwarzen Limousine dran. Du wirst dich doch nicht von einem Fahrzeug abhängen lassen, das nicht mal fliegen kann. Außerirdische Invasoren! Hilfe! Die Männer in Schwarz flüchten! Begib dich im Zweifelsfall zum Fernsehsender und schneide ihnen den Weg ab! Außerirdischer! Kommunisten! Und Kritiker! Es ist ein Außerirdischer! Freak dieser Bulle hat dich platt! Hilfe! Wir Extraterrestrischer! Sie wollen unsere Lebenszeit vernichten! Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt so prickelnd ist, was ich hier mache. Martha, hol mir die Schrotflinte! Den Schädling schnapp ich! Kleine grüne Männchen! Okay. Ja, ich glaube, das machen wir normal. Ich lock dich stehen Crypto! Was? Die schwarze Limousine hat diesen Fernsehsender erreicht. Das ist eine Katastrophe! Oh Mann, ich hätte heute Morgen gar nicht erst aus der Druckkammer steigen sollen. Verflucht erbärmliche Menschen! Aber ich glaube, ich muss so von Dach zu Dach und dann ist die Chance größer, dass ich die damit treff. Ja.
Start beliebter neuen Radioshow. Es ist entschieden. Jeder hielt Bob Blackshirts bunte Stunde. Jeder liebt Bobby Blackshirts bunte Stunde. Alles klar. Bleib an der schwarzen Limousine dran. Du wirst dich doch nicht von einem Fahrzeug abhängen lassen, das nicht mal fliegen kann. Kommunisten, wir werden angegriffen. Was? Die Männer in Schwarz flüchten. Hilfe! Die Begib dich im Zweifelsfall zum Fernsehsender und schneide ihnen den Weg ab! Nein! Oh. Halte die Männer in Schwarz auf! Du bist Kreaturen aus der Rätsel! Sie wollen unsere Lebensart vernichten! Das ja! Extraterrestrische! Ich scanne die Unterlagen. Ah, Crypto, das sieht teuflisch aus. Der Aktenkoffer enthält eine Rolle Magnetband und Anweisungen für ein Experiment zur menschlichen Gedankenkontrolle. Es scheint, als würde im Fernsehsender ein menschlicher Wissenschaftler auf diese Anweisungen warten. Er ist Experte für das menschliche Gehirn. Sein Name ist Schläfriger Ernst. Was? Ich will, dass du in diesen Fernsehsender gehst und den schläfrigen Ernst scannst. Kleinwüchsiger Kommunist! Schläfriger Ernst. Ach, da ist er. Okay. Nein. Ah! Crypto. Du solltest den Schläfrigen Ernst scannen, du grobschlächtige Mutation! Nicht töten! Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Oh Mann, ich hab den falschen Knopf gedrückt. SMCBS Angestellter ermordet, Polizei unterbricht misslungene Kommunikation. Kommunistenattacke. Ach scheiße. Ich war doch schon so weit. Oh Mann, oh. Oh, nice. Ja, leg dich hin, Ernst. E, nicht F. R, nicht E. Moment. Bald habe ich handfeste Beweise dafür, dass der menschliche Geist durch Fernsehpropaganda kontrolliert werden kann. Und dann starte ich meinen eigenen Sender. Wo zur Hölle sind diese Majestic-Agenten? Amerika wird sich nicht von alleine eine Gehirnwäsche verpassen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Menschheit zum Versuchskaninchen des schläfrigen Ernst wird. Sie sollte unser Versuchskaninchen sein. Vernichte den schläfrigen Ernst, Krypto. Verpasst dem narkoleptischen Nerd eine Ladung. Oh ja, die magischen Finger. Na, tschüss, schläfriger Ernst. Dieser Crypto, Majestic will Signale zur Gedankenkontrolle verbreiten, um ihre eigene Spezies zu kontrollieren. Dafür übertragen sie Signale aus diesem Sender.
Sie wollten die menschliche Bevölkerung paranoid und aggressiv machen. Also noch paranoider und aggressiver, als sie ohnehin schon ist. Ich schlage vor, wir manövrieren Majestic in ihrem eigenen fiesen Spielchen ins Aus. Wir werden unsere eigene Sondersendung ausstrahlen. Eine Gedankenkontrollübertragung vom Mutterschiff. Mit ein paar einfachen Handgriffen sollten sich die Antennen auf dem Dach Furonen-kompatibel einstellen lassen. Ich bin mir sicher, du kriegst das hin. Oh. Ah! Moment. Sowas, immer diese Briefträger. So. Da pinkelt doch einer. Kann ich den haben? Oh, nichts zu berichten. Ich gehe besser zurück zu meiner Patrouille. Ja, den kann ich haben. Puh. Ich liebe mein Land. Ich liebe unsere Flagge. Ja, die Flagge liebt sich. Merde. Das war jetzt ungeschickt. Sehr ungeschickt. Hätte einfach außen rumgehen können, ich Rind. Ach, das ist die Anzeige, wie lange ich noch hab. Polizei, Hilfe, Polizei. Also, Crypto, folgender Plan. Wir nutzen dieses Fernsehzeug einfach selber, um die Menschheit dem unbezwingbaren Willen des Furonen-Imperiums zu unterwerfen. Läuft. Machen wir doch gerne. Wenn du die Antennen in Richtung des Mutterschiffs ausrichten kannst, können sie meine Übertragung zur Furonen-Gedankenkontrolle perfekt empfangen. Das wäre die gute Nachricht. Okay. Die schlechte Nachricht ist, aus ausgesprochen komplexen und ziemlich technischen Gründen hast du nur ein paar Minuten dafür. Wenn du die Antennen nicht ausrichten kannst, werden echt schlimme Dinge passieren. Reden wir nicht weiter darüber. Und jetzt leg los und mach ein paar Knoten in die Antennen! Ich muss weg! Kann ich nicht einfach mal in Ruhe die Nachrichten schauen? Dieser Fidel hat ja ein paar gute Ideen, aber nein, ich schwöre der Flagge der USA meine Treue. Was soll das denn jetzt? Kann ich das... Ich will das neu starten, das hat so gar keinen Sinn. Hallo. Ich kann nicht die ganze Zeit... Ich kann ja nicht... Ding werden. Oh, bitte lass mich jetzt nicht das Ganze noch... Ach, Scheibenkleister! Bleib an der schwarzen Limousine dran. Du wirst dich doch nicht von einem Fahrzeug abhängen lassen, das nicht mal fliegen kann. Ruf die Marines! Ja, ruf die Marines. Rossenklauen! Die Männer in Schwarz flüchten! Scheiße! Außerirdische! Begib dich im Zweifelsfall zum Fernsehsender und schneide ihnen den Weg ab! Kreaturen aus dem Weltall! Vergiss die schwarze Limousine! Halte die Männer in Schwarz auf! Ja. Zeig's mir! Ich scanne die Unterlagen. Sie wollen unsere Leben! Crypto, das sieht teuflisch aus! Der Aktenkoffer enthält
enthält eine Rolle Magnetband und Anweisungen für ein Experiment zur menschlichen Gedankenkontrolle. Das war jetzt... Fernsehsender. Ein menschlicher Wissenschaftler auf diese Anweisungen warten. Er ist Experte für das menschliche Gehirn. Sein Name ist... Schläfriger Ernst. Ich will, dass du in diesen Fernsehsender gehst und den schläfrigen Ernst scannst. Also, was ich jetzt hier gemacht habe, das war... der absolute Ranz. Kommunisten, wir werden angegriffen. Ah, wisst ihr was? Das war jetzt... Wie kann man nur so blöd sein? Wie ich, jetzt in dem Moment. Das Ankommen von diesem Postler hat mich jetzt vollkommen durcheinander gebracht. Bleib an der schwarzen Limousine dran. Du wirst dich doch nicht von einem Fahrzeug abhängen lassen, das nicht mal fliegen kann. Kleine grüne Männchen! Außerirdische Invasoren! Die Männer in Schwarz flüchten! Hilfe! Aus dem Weg, Polizei! Begib dich im Zweifelsfall zum Fernsehsender und schneide ihnen den Weg ab! Polizei! Oh, jetzt kommst du allen Kreaturen aus dem Weltall! Du stehst im Schussfeld, aus dem Weg! Die wollen Planeten da vernichten! Oh, nicht schon wieder eine Invasion der Außerirdischen! Was zur... Extraterrestrische! Du willst dich mit mir anlegen, Alter! Kleine grüne Männchen! Auf den Boden legen! Vergiss die schwarze Limousine! Halte die Männer in Schwarz auf! Extraterrestrische! Gut... Martha! Ich scanne die Unterlagen. Crypto, das sieht teuflisch aus. Der Aktenkoffer enthält eine Rolle Magnetband und Anweisungen für ein Experiment zur menschlichen Gedankenkontrolle. Es scheint, als würde im Fernsehsender ein menschlicher Wissenschaftler auf diese Anweisungen warten. Er ist Experte für das menschliche Gehirn. Sein Name ist... Schläfriger Ernst. Ich will, dass du in diesen Fernsehsender gehst und den schläfrigen Ernst scannst. Ja, ich muss bloß kurz auf die Seite. Ja, das haben wir auch schon gesehen, dass der da pennt. Oh. Du bist verhaftet. Stehen bleiben. Ich locke fallen lassen, Mistkerl. Bald habe ich handfeste Beweise dafür, dass der menschliche Geist durch Fernsehpropaganda kontrolliert werden kann. Und dann starte ich meinen eigenen Sender. Wo zur Hölle sind diese Majestic-Agenten? Amerika wird sich nicht von alleine eine Gehirnwäsche verpassen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Menschheit zum Versuchskaninchen des schläfrigen Ernst wird. Sie sollte unser Versuchskaninchen sein. Vernichte den schläfrigen Ernst, Krypto. Verpasst dem narkoleptischen Nerd eine Ladung. Respektier meine Autorität. Ja, ja, ist okay. Hier ist Krypto. Majestic will Signale zur Gedankenkontrolle verbreiten, um ihre eigene Spezies zu kontrollieren. Dafür übertragen sie Signale aus diesem Sender. Sie wollten die menschliche Bevölkerung paranoid und aggressiv machen. Also noch paranoider und aggressiver, als sie ohnehin schon ist.
Ich schlage vor, wir manövrieren Majestic in ihrem eigenen fiesen Spielchen ins Aus. Bin ich sofort dafür. Unsere eigene Sondersendung ausstrahlen. Eine Gedankenkontrollübertragung vom Mutterschiff. Mit ein paar einfachen Handgriffen sollten sich die Antennen auf dem Dach Furonen-kompatibel einstellen lassen. Ich bin mir sicher, du kriegst das hin. Sicher, I do my very best. Extraterrestrische! Wo? Beweg dich! So. Also, Crypto, folgender Plan. Wir nutzen dieses Fernsehzeug einfach selber. Gut. Die schlechte Nachricht ist, aus ausgesprochen komplexen und ziemlich technischen Gründen hast du ein paar... Kann ich nicht einfach mal in Ruhe die Nachrichten schauen? Dieser Fidel hat ja ein paar gute Ideen, aber... Und jetzt geht los und mach ein paar Knoten in die Antenne! Ich höre der USA, meine Treue! Er kam aus dem Allgäu! Grundgültiger! Es ist ein Außerirdischer! Marsianer! Wie kann ich denn Lucy in I Love Lucy lieben, wenn sie gerade nicht läuft? Verdammte Antenne! Wie soll ich jetzt jemals erfahren, ob der Wert einer All-Inclusive-Reise nach Kuba über oder unter $93.49 liegt? Nicht aufgeben, Crypto! Ich würde nur ungern dem furonischen Imperator sagen müssen, dass du ihn im Stich gelassen hast. Nein. Er kann so kaltherzig sein. Du bist falsch! Du hast es fast geschafft, Crypto. Ich bin zutiefst beeindruckt, wie du vor intellektueller Zeugungskraft strotzt. Du Prachtex! Kann ich nicht einfach mal in Ruhe die Nachrichten schauen? Sonst komme ich ja kaum dazu, meinen Abschluss in Wirtschaftslehre einzusetzen. So, alles wunderbar. Legen wir los. Übertragung läuft. Downlink des Furonensignals. Erfolgreich. Oh, das ist so aufregend. Okay, ich erhöhe die Leistung. Moment! Crypto! Das Signal ist zu stark. Menschen sind schwach. Ihre Gehirne vertragen so eine Amplitude nicht. Beeil dich, Crypto. Du musst die Antennen biegen, bevor sie... Oh, das tut sicher weh. Putz! Putz! Crypto? Crypto! Putz! Wo bist du hin? Zeit für einen Snack. Putz! Oh Gott, ist es gut! Oh Gott, ist es gut! Was? Ich hab den schläfrigen Ernst doch im Meer ertränkt. Ungewöhnlicher Blitzschlagen in ganzen Block ein. 12 Tote. Örtlicher Elektriker wird sich wegen fehlerhaft verlegter Kabel vergriffen werden müssen. Oh nein. Local Personality feared missing, also lokale Persönlichkeit ist verloren gegangen. Fans betrauern das Verschwinden des schläfrigen Ernst. Ich hab den doch ins Wasser geworfen. Oh Mann, oh. Wolltest du ein Raumschiff-Upgrade? Tja, oder heißt wohl, ich... Persönlicheres. Mehr Schilde. Mehr Schilde. Hey.
gut, liebe Leute, das soll es dann aber auch wieder für dieses Mal gewesen sein. Nee, muss ich nochmal machen. Ja, aber das mache ich dann irgendwann mal offline. Jetzt haben wir es genug gesehen, dieses Ding. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Destroy All Humans. In diesem Sinne, ich bin der Doktor und sage Tschüss. Bis dann.